nicht, was ach, klar. Ihr selbst DIY vor. DIY vor was auch immer. Nochmal. Ich mach es. Ach nee, wir könnten aber mal eben gucken, wie es der Goal geht. Überhaupt könnten wir mal hier gucken. Im Wartungskasten können wir mal einen Stromumkehrer reinstecken. Na, hoffentlich klappt's. Ich würde ja sagen, da kommt ein viereckiger rein, aber den haben wir nicht mehr. Was? Oh oh. Nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Nicht nochmal. Wie kam das Ding auf einmal von unten nach oben, hä? Was? Oh oh. Nein. Puh, das hier will ich offenbar nicht umkehren. Ist dasselbe? Nicht nochmal. Nicht nochmal, nein, nicht nochmal. Tun eine Signallampe rein? Nein, wahre Kreativität braucht keine roten Signallampen. Ein Skelettbein? Nicht, solange ich noch zwei eigene gesunde Beine habe. Dann tu die rein. Schmutziger Spiegel. Ich halte nichts von Rückspiegeln. Mein Blick ist immer nach vorne gerichtet. Ach nee, ich mag egal, das. Egal wie laut sie rufen. Ich mag das, wenn er... Rückspiegel, sicher. Hier haben wir irgendwas vielleicht. Nein, sitz. Ich wusste es immer. Man braucht kein Yoga, wenn man Erfindungsreichtum hat. Hä, hey, was ist denn jetzt passiert? Was soll denn das jetzt? Wieso tut er da einen Knochen hin? Man soll keine Sachen auf die Heckablage legen, wenn man vorhat zu bremsen. Hä? Vielleicht schmutziger Spiegel auch noch? Ich halte nichts von... Mein, egal. Aber einen Knochen tut er da hin. Na, war... Ich glaube mal nicht, dass das jetzt hier funktionieren wird. Eine Umkehr ist nicht so... Nee, ne? Und da kommt's auch nicht rein. Immer noch nichts. Na sicher. Na, ja, wir sind schon mal ein bisschen weiter gekommen. Wir haben den Knochen irgendwie hinterm Sitz gesteckt. Nach oben. Mal besser hier nochmal alles absuchen. Horizont. Ah, siehst du? Bis zum Horizont Tetanus glänzender Rost und ungesicherte Stromleitungen. Es wird Zeit, dass ich hier abhaue. Ja, glaube ich auch. Tunnelpassage. Nach oben. Da ist der Kranarm. Da ist der Trichter. Ja. Ja, lass die Zeit gerne mal herum. Eine Umkehr ist nicht zu... Was konnten wir denn hier machen? Die Bewusstlos... Und hier? Da muss man... Nee, also... Müll? Ach, das ist vielleicht der Trick? Ich habe später noch Zeit, meinen gefürchteten 3-Punkte-Wurf im Trashcan-Ball zu üben. Vielleicht kommen da diese Müllsachen rein, die gesammelt werden müssen, damit wir da diese Schienen umkehren können oder so. Signallampe. Ich habe später noch Zeit. Du kriegst auch nichts da rein, ey. Ich habe. Okay, wir hauen hier ab. Mal gucken, was es sonst noch zu betrachten gibt hier. Ganz genau hingucken. Hebel. Ich spare mir mein. Kommen wir denn? Ich spare mir meine. Kommen wir denn nicht irgendwie zum Hebel jetzt mit dem Bike? Ja, wir müssen einmal, glaube ich, erst los. Fahren. Ja. Dann machen wir das. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Einmal nach oben. Kann ich hier raus? Tunnelpassage. Ja. Genau das habe ich gedacht. Ja, es funktioniert sogar. Knopf. Oha, es ist tatsächlich was? Ein Geheimgang. Ja. Wohin der wohl führt? Nee, gut. Ja, nein. Bis, also. Ganz groß. Oh, wow. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Toll.
Mit? Alle Signale stehen auf Stopp, als könnte mich das aufhalten. So. Nee, eine Warnlampe ist schon eine zu viel. Vielleicht brauchen wir doch die andere Lampe. Kann das sein? Kann das sein? Oder erstmal Hebel ausmachen. Erstmal wieder aus. Dann gucken, dass... Nee, das geht nicht, ne? Nee. Nee, ne? Hm. Dann gehen wir mal runter. Jetzt ist das Bike hier aber auch weg. Können wir dadurch irgendwas machen? Nee, ne? Nee, Quatsch. Nochmal im Schrotthaufen wühlen. Ich habe einen Stromumkehrer verloren und drei gefunden. Ich sollte mir die Bilanz nicht ruinieren. Bauen wir das da oben nochmal aus. Zur... Achso, nee, da müssen wir... Brauchen wir einfach nur hinlaufen. Ja, mit der Signallampe. Vielleicht mal im Inventar betrachten. Wow, eine Lux 4000 Powerfunzel. Was für eine Verschwendung. Wer braucht so viel Licht, wenn er mit 200... Na gut, das ist diese Lux Powerfunzel da. Aber wieso können wir die ausbauen? Die... Irgendwofür muss das so sein. Aha. Da. Hier ist es hell genug. Ich kann alles sehen. Hebel, Rangierhaus, großer, ruhig atmender Schatten im Tunnel. Alles. Bett? Das ist schön. Ach komm, machen wir den Hebel an. Zack. Schaltzentrale, hier hat sich gar nichts geändert. Gar nichts. Anzeige. Da haben wir noch Licht. Der Schlüsselkasten. Ja, Lappen. Hahaha. Ein dreckiger alter Lappen. Jeder ernstzunehmende Tüftler hat so einen. Ja toll, er ist aber dreckig. Kriegen wir damit mit einem dreckigen Lappen einen dreckigen Spiegel kaputt? Kaputt. Ja, wie komme ich auf kaputt? Sauber. Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Was, der Lappen? Der Lappen muss kaputt? Was? Dieser trockene Lappen verteilt den Dreck nur. Er muss kaputt sein. Der Lappen ist doch nicht kaputt. Wie kommt er auf sowas? Und ich habe weit und breit, glaube ich, kein einziges Fleckchen Wasser gesehen. Hier haben wir wieder den Horizont. Da, mein Bike. Ja. Gerade eben hatte ich noch irgendwas. Eine Idee. Ach nee, aber das geht glaube ich nicht. Und zwar halt, dass wir das hier drinnen mal ein bisschen heller machen. Mit der Lampe? Hä? Was? Hä? Ach, die leuchten jetzt gleichzeitig auf, weil ich den Hebel betätigt habe. Können wir da jetzt diese Einlampe reinmachen? Weil hier macht er die Lampe ja rein. Ah, ich glaube, ich verstehe. Autsch! Ah, war klar. Ah. Okay. Gut, gut. Hebel umkehren. Zuck. Und... tun wir da jetzt die Mein Bike Lampe rein. Ich frage mich, wie hell das gleich sein wird. Aber weißt du, hier macht er die rein. Da hinten nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie der die da oben reinkriegen soll. Pau. Ja, ist hell. Spot auf unseren Freund, den Gleisarbeiter. Eins steht fest, das ist nicht der Schlüssel... der Unsterblichkeit. Achso, das Ding ist jetzt runter. Super. Ja, wir haben den Schlüssel. Juhu. Ein Bein reicht mir. Ja. Rein da, zur Schaltzentrale und Schlüssel. So, was steht da? Schlüssel des Gleisarbeiters. Ja. Hä? Achtkantschlüssel. Oh, super.
Ein Schraubenschlüssel nur für Achtkantschrauben. Der Fachidiot unter den Werkzeugen. Jetzt beleidigt der schon Werkzeuge. Hoffentlich kann er damit umgehen, bitte. Ist eigentlich sehr easy. Okay, gut. Ich weiß ja nie bei ihm. Sicherung. So, wofür brauchen wir jetzt nochmal eine Sicherung? Wartungskasten. Das muss der Sicherungskasten für den Signalmast sein. Wieder zu. Ein Bauteil, das nur dafür da ist, kaputt zu gehen. Ach ja, sicher. Als bräuchte man dafür ein extra Bauteil. Ja, sicher. Sicherung, natürlich. Natürlich. Zur Kurve. Ab zum Kran, dann wollen wir mal. Hoffentlich kriegen wir jetzt mal die Gold wieder auf unsere Seite. Hey, die Musik. Na dann. Es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Jetzt nur noch Goal in das Mainbike hieven und wham. Wo ist das Mainbike? Mist. Ich wusste, ich hab was vergessen. Was? Können wir das einmal ganz kurz reinmachen? Ich sollte erst das... Das Mainbike holen. Nein! Ich dachte, da krallt sich jetzt die Schubkarre. Obwohl, könnte sein, dass die da rausfällt dann. Ah ja, deswegen runterplumpsen. Ah, die fällt doch da sicher dann raus. Und dann flupp da runter. Und dann Rücken gebrochen. Jetzt müssen wir das Mainbike da hinbekommen. Tja. Jetzt sind wir schon weitergekommen. Wir haben noch den Achtkantschlüssel. Können wir den Achtkantschlüssel für irgendwas benutzen? Nicht nötig. Schmutz ist gut für die Abwehrkräfte. Ja, natürlich. Scherben bringen Glück, aber ich brauche kein Glück. Ich habe Sachverstand. Das nennt man Unglück. Scherben bringen Glück, aber ich... Das funktioniert nicht. Ja... Das Bike ist nicht schwer genug, aber Goal fehlt ja auch noch. Wie, das Bike ist nicht... Schwer genug? Wir sollen das Bike zu Goal bringen, aber wir sollen auf Goal warten, um mit dir zusammenzufahren. Warte mal, losfahren. Das können wir ja machen. Wusch, na toll. Yippie! Oh, schon wieder der Hebel! Dann drehen wir uns, wenn ich jetzt einfach losfahre. Ich würde ja sagen, ab nach oben. Ach komm, wir gehen nochmal nach oben. Da oben nochmal ganz kurz aufs Signal gucken. Auf dem da oben. Da steht, ich habe noch nicht genug Schrott geladen, um die Weichen zu verstellen. Halb so wild. Ohne Goal kann ich hier vielleicht. Eh nicht weg. Wo trug man denn den Schrott rein? Wir haben noch nicht genug Schrott gesammelt. Mein Bike. Ich habe irgendwie gedacht, hier so, weil da oben was drauf ist. Ich habe nicht genug Schrott gesammelt. Das ist doch Schrott. Ich will mir hier doch kein Badezimmer einrichten. Ich bin nur auf der Durchreise. Ja. Du und Badezimmer, dass ich nicht lache. Da sind tatsächlich ein paar Achtkantschrauben locker. Ach, ich lasse es mal drauf ankommen. Das wird noch runterfallen. Vielleicht einfach mal hier... Entweder das... Ja. Oder ich drücke den Knopf einfach. Ja, aber das macht doch dann gar keinen Spaß. Alter, schwirrt immer dieses Vieh rum. Avialer Schrummkehrer? Nein. An Umkehr ist nicht zu denken. Wieso denn nicht? Anzeige, da kann ich gar nicht drauf gehen. Das ist ein Schlüsselkasten, kein Sicherungskasten. Upsala. Lappen. Manu. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen.
Ja, wenn du mit einem Lappen darüber gehen würdest, würde das eh dreckig werden, dann sehen wir gar nichts mehr. Aber da drin müsste es jetzt eigentlich. Wie komme ich denn runter? Ach, da. Da drin ist es ja eventuell jetzt hell. Hier. Junge, Junge, ist das dunkel. Zum Glück beherrsche ich die Ruhe. Ich muss nur hören, wie die. Au, oh, hier ist eine. Ah. Die Dunkelheiten. Blöd, das. Tja, da ist doch nichts mit Helligkeit. Jetzt haben wir noch eine Signallampe. Wo kann ich denn Schrott reintun? Vielleicht mal mit ihm nochmal reden. Hallo. Hm? Oh. Ich immer hier. Nichts was. Selbst DIY. Boah, nee, ey. Wie hast du mir denn? Man kann eine Schraubmuffe an einen sphärischen Korpus klemmen, aber niemals eine Klemmmuffe an einen kubischen. Ah, okay, das wäre eigentlich jetzt die Tipps dafür gegeben, wie wir das Teil zusammenbauen. Aber das war so easy, dass wir das einfach auf gut Glück machen konnten. Wie weit hast du mir? Solange der Mowe-Flansch noch an den kubischen Korpus gehört, wird es auch nie einen abialen Stromumkehrer mit Mowe-Flansch geben. Denke ich mir mal. Ja, wie passt du mir? Ein dorsaler Stromumkehrer hat immer noch mehr Speichen am Ritzel als ein Binausaler. Ja, ja, das sind Tipps dafür. Wie weit passt du? 4-2 Speichen. Ja, Ach, verdammt. Aber das brauchen wir nicht. Ist es noch? Nein, nein. Super. Sie liegt direkt. Genial. Gleich hinter dem. Ach, vergiss es. Astral. Der hilft uns nicht mehr weiter. Den können wir jetzt in der Tonne kloppen. Das ist, denke ich mir, mal zu heiß, um anzupacken. Weshalb auch immer ich das anpacken möchte. Autsch, heiß! Können wir nicht einfach jetzt die Wartungsklappe... Da war eine Sicherung drin. Aber... Mach mal auf. Vielleicht können wir da sowas reintun. Mal gucken. Wenn ich den Stromumkehrer hier einsetze... Verhält sich das Signal genau umgekehrt zur Signallampe. Exzellent. Das heißt, ja. Aber, okay, wir können es auch nicht rausholen wieder. Das finde ich ganz gut. Das heißt ja, jetzt wenn wir das ausmachen, dann geht das Skelett runter, aber wozu? Ja, jetzt ist es unten. Toll. Was bringt's? Der Gleisarbeiter hat offenbar seine letzte Weiche gestellt. Dum, dum, dum. Ein Bein. Dann tu das Bein wieder dran. Ah, nee, das haben wir ja gar nicht mehr. Dann tu das da dran. Hast du was dagegen, wenn ich deine Sachen mitnehme? Einmal nach Verwesung stinken für Nein. Ast rein. Nicht fallen lassen, okay? Hä? Ich verstehe. So, und jetzt wird das Licht reflektiert. Bling! Aber jetzt hängt das Ding da. Ach, da, und das ist auch noch dreckig. Oh, nö. Spot auf? Ja. Einen dreckigen Spiegel. So bringt das irgendwie noch nichts. Nein. Bam. Es ist dahin. Mann, oh. Wie kriegen wir den Spiegel sauber? Wie kriegen wir den überhaupt? Oh, Mann, jetzt sind wir schon so weit. Mit dem Schnaps. Ah. Also so, wir machen mit dem Lampen da, dann machen wir irgendwie so und dann weißt du. Da gibt es ja Donnerflüssigkeit, klar, den Schnaps, natürlich. Mit dem dreckigen Lappen erstmal sauber machen, ne? Sauber machen. Sauber. Jetzt habe ich einen Lappen mit Alkohol. Und was wird das jetzt? Ich kann mir keine entstellenden Infektionskrankheiten leisten. Also lass das bitte sein.
Okay, nur weil wir Herpes haben. Mann. Das ist diskriminierend. Boah, was? Krass. Der Rahmen ist schäbig, aber ich mag das Motiv. Na gut. Ach nee. Super. Hebel wird umgelegt. Und was haben wir da? Ja, Licht.